wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Und bevor ich Schlafmütze das vergesse, herzliche Grüße von den Geschwistern in Mollbergen. Die haben sie mir ausdrücklich aufgetragen, das darf ich nicht vergessen. Und wo ihr gerade so schön die Kinder verabschiedet habt, bin ich selber ein bisschen bewegt, weil ich weiß gar nicht, als das letzte Mal hier war, ob wir uns da schon als Gemeinde bezeichnet haben. Das ist ja aus einem Hauskreis entstanden. Jetzt ist es eine Gemeinde mit eigener Kinderstunde, mit eigener Jugendstunde. Und das innerhalb von 12 Monaten. Das ist schon überwältigend, wenn man sieht, was Gott tun kann und was Menschen definitiv nicht tun können, nicht? Ja, also herzliche Grüße, das ist mir wichtig. Und wenn man die Dinge, die man glaubt und bezeugt, auch in der Öffentlichkeit zeigt, namentlich im Internet, dann kriegt man natürlich viele Zuschriften. Da gibt es viel Kritik, da gibt es viel Hetze, da gibt es viel Böses. Aber es gibt natürlich auch viele Christen, die mich anschreiben. Und wo ihr gerade so schön eure Täuflinge hier auf der Bühne hattet, wir haben auch wieder etliche Anmeldungen, da freuen wir uns auch drüber, wir durften ja auch schon viele Geschwister taufen bei uns. Da möchte ich doch mal einsteigen mit den häufigsten Anfragen, die mich erreichen. Wenn die Predigten im Internet zu sehen sind, wenn Zeugnisse dort zu sehen sind, dann schreiben Menschen ein, aus ganz Deutschland. Und wisst ihr, was die häufigsten Anfragen sind? Die 3 häufigsten Anfragen. Das 3. Wer kann mich taufen? Für uns ist das vielleicht selbstverständlich. Ihr seid eine Gemeinde, hier sind Leute, die haben den Wunsch, mit dem Herrn Jesus zu gehen. Sie wollen bekennen, ich will das auch öffentlich zeigen. Ich bin mit ihm begraben und auferstanden. Halleluja. Wunderbar. Aber wisst ihr, wie schwierig das für Außenstehende ist, die keine Gemeinde haben, überhaupt jemanden zu finden, der sie tauft? Das gibt's heute gar nicht mehr. Also schätzt das gar nicht hoch genug ein, wenn sich hier Geschwister melden, die sich taufen lassen. Das ist die 3. häufigste Anfrage, die ich bekomme. Das ist jetzt nicht, habe ich jetzt nicht zahlenmäßig ausgewertet, so gefühlt. Die 3. häufigste Anfrage. Die 2. häufigste Anfrage lautet, wie finde ich eine bibeltreue Gemeinde? Auch eine ganz häufige Anfrage. Mittlerweile haben wir ein richtiges Netz entwickelt, wo wir in ganz Deutschland Gemeinden aufzeichnen, von denen wir von Geschwistern wissen, die sind bibeltreu und die können wir auch guten Gewissens weiterempfehlen. Aber ist gar nicht so einfach. Gerade im Osten der Republik, in der ehemaligen DDR, da ist es noch ganz dünn gesät in einigen Landstrichen. Und dann sind die oft verzweifelt, die Christen. Die sagen, was soll ich machen? Ich will doch wachsen im Glauben. Aber die allerhäufigste Anfrage, die ich bekomme, die lautet, Matze, ich habe Angst. Und das sind Gläubige wie Ungläubige. Ich habe Angst. Und weil viele Ängste unbegründet sind, lautet das Thema der heutigen Predigt Flucht vor dem Nichts. Die Menschen haben Angst vor Dingen, wo es eigentlich gar keinen Grund gibt. Und wir Gläubige schon gar nicht. Aber man muss sich trotzdem mal grundsätzlich die Frage stellen, bevor wir in das Thema einsteigen, darf ein Christ überhaupt Angst haben? Habe ich ein Recht dazu, Angst zu haben? Oder bin ich dann ein Jammerlappen? Nun ja, in Markus 4, als der Sturm losbricht auf dem See, da haben die Jünger Angst. Das waren gestandene Fischer, nicht? Da muss schon richtig was gewesen sein, ein Sturm. Und dann sagt der Herr, schweig, verstumme. Und dann schimpft er mit den Jüngern und sagt, wo ist euer Glaube? Habt ihr keinen Glauben? Das bisschen Sturm, deswegen habt ihr Angst? Wisst ihr nicht, wen ihr an Bord habt? Wisst ihr nicht, wer hier mit euch im Schiff ist? Und das ist das, was wir Gläubige oft vergessen, nicht? Dass da jemand mit uns im Boot ist. Wer macht da nicht diesen Sturm, als die Jünger da auf dem See sind? Wir werden uns noch mit den Ängsten dieser Zeit beschäftigen. In dieser Predigt, einige Ängste sind ja zum Beispiel der Klimawandel, nicht? Haben die Menschen panische Angst vor. Wer macht das Wetter? Nun, die meisten von euch werden spontan sagen, Gott, oder? Ja, das stimmt aber nicht ganz. Richtig ist, dass Gott das Wetter macht und dass er auch alle Dinge im Griff hat. Aber deswegen macht das Wetter manchmal trotzdem auch der Teufel. Warum ist das so? Das können wir nicht beantworten. Das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, warum der Teufel jetzt in den Himmel gehen kann und vor Gott uns verklagen kann, steht in Offenbarung 12. Der ist Tag und Nacht da oben und verklagt den Matze Koch bei dem Vater.
Hast du gesehen, was der da wieder gemacht hat? Hast du gesehen, da ist er wieder 70 gefahren, wo 50 stand? Hast du den schmutzigen Gedanken? Und der Prediger, das ist dein Kind, ja? Das macht er Tag und Nacht. So steht es in der Offenbarung geschrieben. Und der Teufel, der kann auch das Wetter machen. Das wissen wir aus dem Buch Hiob. Der Teufel bringt die 10 Kinder Hiob auf einen Schlag alle um, indem er einen starken Wind gegen das Haus donnern lässt und das Haus bricht über ihnen zusammen. Das kam vom Teufel. Und wenn die Jünger bemüht sind zu rudern und der Wind ist ihnen entgegen, da gibt es verschiedene Begebenheiten, dann ist das auch nicht Gott, der Vater, der das macht. Das ist der Teufel, der uns in etwas hindern will. Und dann dürfen wir wissen, wenn wir den Herrn mit dem Boot haben, da gibt es ein Machtwort. Und der Teufel hat nichts mehr zu sagen. Also wir haben Angst. Wisst ihr, wovor ich die meiste Angst habe? Meine größte Angst ist, dass wir Gläubige die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Lukas 12. Der Herr sagt in Bezug auf das Wetter könnt ihr beurteilen. Ihr seht eine Wolke aufsteigen von Südwesten, dann sagt ihr, es kommt ein Regenguss und er kommt. Das könnt ihr vorhersagen. Aber wieso könnt ihr die Zeit nicht beurteilen? Und davor habe ich am meisten Angst. Dass es uns eines Tages geht wie den Pharisäern, wie den Schriftgelehrten, die jeden Tag Gottes Wort studiert haben. Und dann haben sie darüber weggesehen, dass der Messias vor ihnen stand. Weil sie ein falsches Bild im Kopf hatten, nicht? Ich lese die Verse, die aufgeführt sind, aus dem Lukas-Evangelium zunächst, Kapitel 21, Vers 25 und 26. Da ist von der Endzeit die Rede. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei dem Tosen und Wogen des Meeres. Indem die Menschen vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Und dann der aufgeführte Vers aus Sprüche 28, Vers 1. Sprüche 28 oder Sprichworte, wie ihr sagt, die Gottlosen fliehen, obwohl kein Verfolger da ist. Und aus Kapitel 10, Vers 24. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Und den aufgeführten Vers aus Hesekiel 11 wollen wir noch lesen. Es gibt übrigens noch viel mehr Verse dazu, aber die sollen reichen für heute. Hesekiel 11, Vers 8. Ihr fürchtet das Schwert, und das Schwert werde ich über euch bringen, spricht der Herr, Herr. Ja, das sind Verse, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, weil ihr werdet denken, ja, das sind ja keine rosigen Aussichten. Da haben Menschen Angst vor dem Nichts, sie fliehen, und der Herr, der gibt uns einen kleinen Einblick in die Zukunft, was passieren wird. Und da gibt es auch noch viel ausführlichere Berichte in Matthäus 24 und der Offenbarung natürlich. Was ist denn dann unsere Hoffnung in einer Zeit, in der die Gottlosigkeit immer größer wird und in einer Zeit, in der Gott immer mehr schweigt? Ich habe das deswegen eingangs gesagt. Immer weniger bibeltreue Gemeinden, Schwierigkeiten, sich taufen zu lassen. Die Menschen haben keine Ansprechpartner mehr. Im Internet ist auch viel Mist zu finden, viele falsche Lehre. Was soll man in so einer Zeit machen? Nun, wir haben Aufgaben. Und wenn die Menschen in 3. Mose 26, da gibt es auch noch so einen ähnlichen Vers, vor einem verwehten Blatt fliehen werden. Ich werde machen, wenn ihr mir nicht folgt, sagt Gott da seinem Volk, dann werdet ihr vor einem verwehten Blatt fliehen. Stell dir mal vor, da fällt so ein Blatt vom Baum und ihr habt Panik. Das ist das, was Gott bringen wird, wenn man gottlos handelt. Und genau das haben wir in den letzten Jahren in unserem Land erlebt. Und dann kann es sein, dass Gott sich in Schweigen hüllt. Dass er Menschen wegnimmt, die gepredigt haben, er nimmt sie einfach zu sich, haben wir wiederholt erlebt. Da fragt man sich, warum, Herr? Haben die nicht dein Wort verkündigt?
Und im Psalm 83, da klagt der Psalmist und sagt, bitte Gott, schweige nicht. Es ist so wichtig, dass du redest. Und seht ihr, wir Gläubige, wir sind das Sprachrohr. Wenn wir nicht reden, wer tut es dann? Die Menschen haben Angst und sie haben auch Angst, ihre Meinung und ihren Standpunkt deutlich zu machen. Haben wir wirklich einen Standpunkt? Nicht einen Standpunkt unserer persönlichen Überzeugung. Hier, das Wort Gottes. Ist das wirklich unser Standpunkt? Unser fester Punkt, auf dem wir verankert sind? Dieses Fundament, wisst ihr, wenn mich jemand einen radikalen Fundamentalisten nennt, ne, dann freue ich mich immer, nicht? Peter Ahner hat es letztens so schön gesagt, nicht? Radikal, das kommt von radix, vom Lateinischen, das heißt die Wurzel, nicht? Und Fundamentalist, der steht auf dem Fundament. Ich bin auf einem Fundament gewurzelt. Das ist ein radikaler Fundamentalist. Ja, ich stehe mit meinen Wurzeln auf dem Herrn Jesus Christus, dem Felsen. Das ist der Punkt, nicht? Ich möchte auf diesem Felsen stehen bleiben und ich möchte ein Zeugnis sein auf diesem Felsen. Theo Lehmann hat es mal so schön gesagt. Das war ein mutiger Prediger in der DDR. Ist jetzt im Altenheim, ist glaube ich über 90 Jahre alt. Er hat mehrfach die Stasi in seinen Kirchen gehabt und Gott hat ihn immer bewahrt. Und er hat trotzdem klar und deutlich Gottes Wort verkündigt, nicht? Und dieser Standpunkt, dieses Fundament, was wir als Christen brauchen, um den Menschen zu zeigen, ich glaube an etwas, wenn die Leute euch auslachen, glaubt nicht, dass sie nur lachen. Die werden euch respektieren, das sagt auch Theo Lehmann, das hat er in der DDR gemerkt. Auch wenn sie lachen, wenn sie euch verhöhnen, die gehen nach Hause und da bleibt hängen, der hat einen festen Standpunkt. Und nicht, wie Theo Lehmann auch sagte, um ihn ein letztes Mal zu zitieren, der Wetterhahn, der sagt auch, ich habe einen festen Standpunkt, nicht? Und dann dreht er sich in den Wind. So sollen Christen nicht sein. Sondern wir sollen klar und deutlich sagen, was wir glauben, je mehr das auch verhasst werden wird. Und das ist das, was Gottes Wort ja auch voraussagt. Sie werden euch hassen um meines Namens willen. Und dann haben wir gelesen in Lukas 21, dass die Nationen ratlos sein werden. Guck mal in die Politik aktuell. Hat da noch irgendjemand ein klares Konzept und eine Linie und eine Überzeugung anzubieten? Das ist alles nur Wischiwaschi. Das ist die Ratlosigkeit, die der Herr Jesus hier voraussagt. Nun, ratlose Könige hat es immer gegeben, nicht? Werden jetzt Kritiker sagen. Ja. Aber wir reden hier von einem globalen Effekt. Das ist das, worauf wir zusteuern, nicht? Aber eine globale Regierung. Und dieser globale Effekt, der heißt, dass alle Nationen ratlos sind. Keiner hat mehr einen Plan. Alle sind ratlos. Und zwar so ratlos, dass jeder Unsinn angenommen wird, nicht? Dass da ungelernte Politiker Leuten was erzählen, Dinge, von denen sie keinen blassen Dunst haben. Das ist die Ratlosigkeit der Nationen, von denen der Herr hier spricht. Und wir dürfen dafür beten, nicht? Für die Obrigkeit sollen wir tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem ganzen Irrsinn fällt es mir immer schwerer, weil ich diese Ratlosigkeit sehe, aber keiner fragt nach Gott. Als unsere Gründerväter in Deutschland sich das C in den Parteinamen geschrieben haben, da wollten die christlichen Werte mit reinbringen in ihre Politik. Und was passierte? Wo niemand mit gerechnet hatte. Nach 1945, Deutschland war platt, Deutschland war am Ende, Deutschland war besiegt. Das würde nie wieder aufstehen. Und dann, was folgte? Die Wirtschaftswunderjahre. Das hat es noch nie gegeben vorher, ein Wirtschaftswunder, weil Menschen christliche Werte mit in die Politik genommen haben. Daraus können wir auch lernen, nicht? Dafür können wir beten, dass da noch gläubige Politiker sind, auch wenn die immer weniger werden. Und jetzt steuern wir auf das globale Phänomen hin, wo alle Angst haben, nicht? Und wir wollen die ganze Predigt mal überschreiben in drei Teile. Der erste soll sein, darf Angst ein Mittel sein, um die Menschen zu erreichen? Der zweite, welche Angst haben die Gläubigen? Und der dritte, welche Lösungen bieten die Welt und welche Lösung bietet Gott? Nun, die Zustände, auf die wir zusteuern, die können einem wirklich Sorge machen. Und Wilhelm Busch, der Ruhrpott-Prediger, der hat es mal schön gesagt. Er sagte, ich habe mich immer gefragt, dieser Vers mit der Ratlosigkeit und mit der Angst, wie passt der eigentlich zusammen mit der Begeisterung der Leute, die den Antichristen anbeten werden? Wie passt das zusammen? Angst und Begeisterung für einen Führer. Und da sagte Wilhelm Busch, ich habe es im Dritten Reich erlebt, dass Blechmusik und Angst sehr gut zusammenpassen. Taramtata, taramtata, dem Führer nach. Damit kann man nämlich die eigene Angst überspielen. Das passt also wunderbar. Sieht man übrigens wieder gespiegelt im Propheten Daniel.
als die, die Daniel gehasst haben, weil er einen klaren Standpunkt hatte und jeden Tag gebetet hat und ihn damit anklagen wollten. Da haben sie gesagt, es geht dabei auch darum, dass wir klar öffentlich vertreten, was wir glauben, das bei offenem Fenster tun. Und als dann später die drei Freunde von Daniel in dem Feuerofen landen, da wurden sie gezwungen, ein Standbild anzubeten. Und dann heißt es da, dass dann immer allerlei Musik klang, nicht? Vom Tambourin, der Zither, der Sackpfeife, viele Musik, durcheinander gedödelte Musik. Dreimal wird das ganz klar aufgezeigt, dreimal werden alle Musikinstrumente aufgezählt. Das ist das, was Wilhelm Busch sagte. Blechmusik und Angst gehen sehr gut zusammen. Hat man also schon immer gemacht. Aber das wird global sein, dass diese Begeisterung für einen Führer, und wer dafür in Frage kommt, das werden wir dieser Predigt uns auch noch ansehen müssen, dass diese Begeisterung für einen Führer die eigene Angst übertüncht und dass man damit seinen Atheismus weiterhin rechtfertigen kann. Aber bevor wir uns mit dieser Angst jetzt beschäftigen, noch kurz, nochmal ganz klar, was sagt der Herr Jesus den Jüngern, als er auf dem Wasser angelaufen kommt? Jetzt nicht die Begebenheit, wo er im Boot ist, sondern wo wir uns alleine fühlen im Boot, der Sturm ist da und dann kommt der Herr da angelaufen und die Jünger schrien vor Angst. Ein Gespenst! Da sagt der Herr den Jüngern drei Dinge und die möchte ich euch mitgeben, damit niemand durch diese Predigt Angst bekommt. Denn ihr sollt Mut bekommen, um den Menschen zu zeigen, ich habe keine Angst. Und wovor wir Angst haben sollten, das zeige ich gleich noch. Aber er sagt den Jüngern drei Dinge. Erstens, seid guten Mutes. Wir würden heute sagen, seid gut drauf. Seid nicht traurig, seid nicht ängstlich, guckt nach oben. Zweitens, ich bin's. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Ich bin's. Ihr habt's mit dem lebendigen Gott zu tun. Keine Sorge, guten Mut, ich bin's. Und das Dritte ist, fürchtet euch nicht. Und das gilt für euch alle hier. Seid guten Mutes, egal was kommt. Ich bin's, sagt der Herr euch. Fürchtet euch nicht. So können wir in die Zukunft gehen. Da muss kein Christ mehr Angst haben. Und jetzt werden viele einwenden, und das ist der erste Punkt, darf denn Angst auch ein Mittel sein, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen? Wisst ihr, heute wird ja so ein Liebesgott verkündigt, nicht? Da wird immer nur die Liebe gesagt, der liebt euch, der liebt euch. Ich habe schon Ungläubige erlebt, die sagten dann, ja wunderbar, dann brauche ich ja nichts zu machen. Du hast doch gerade gesagt, Gott liebt mich. Gott liebt mich, Gott liebt mich, ist doch alles gut. Ich kann nur immer wieder gerne den Prediger Paul Washer zitieren, der sagte, wer wirklich liebt, der muss auch hassen. Und er bringt dafür ein einfaches Beispiel. Wenn ich Kinder liebe, dann muss ich Abtreibung hassen. Das geht gar nicht anders. Liebe sorgt dafür, dass Dinge da sind, die der Liebe entgegenstehen. Und dann muss ich die auch verurteilen. Also, darf Angst ein Mittel sein, um Menschen zur Umkehr zu bewegen? Dürft ihr jetzt da draußen gehen und sagen, ihr habt Angst vor dem Klimawandel, ihr habt Angst hiervor, Angst vor Inflation, Angst vor Krieg? Und jetzt fangen die an, von Jesus zu reden. Da sagen dann einige, nein, nein, du darfst die Angst nicht nutzen, um Jesus zu predigen. Doch, ganz einfache Begründung, der Herr macht es auch. Niemand redet so viel über die Hölle wie der Herr. Immer wieder sagt er, das droht euch, wenn ihr nicht glaubt. Lest das mal, Matthäus 23, Matthäus 24, in diesen Bereichen, wo ganz klar aufgezeigt wird, dass der Herr sagt, da ist ein furchtbarer Ort, an dem ihr landen werdet, wenn ihr keine Vergebung eurer Sünden habt. Und er nutzt diese Dinge, um den Menschen klipp und klar zu sagen, worauf sie zusteuern. Zum Beispiel in Lukas 12, Vers 5, ich lese den Vers mal, da heißt es auch, ich sage aber euch, meinen Freunden, Vers 4, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, und danach nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Seht ihr? Der Herr nutzt die Furcht der Welt, um das Evangelium zu bringen. Fürchtet Gott. Was nützt denn die gute Botschaft von einem liebenden Gott, wenn die Menschen gar nicht mehr gesagt bekommen, wovor sie gerettet werden müssen? Wenn du ihnen nur vom liebenden Gott erzählst, dann denken sie, ist doch alles klar. Was kann mir denn passieren? Das ganze Alte Testament, das würde jetzt deutlich zu weit führen. Da könnte man ein ganzes Bibelstudierwochenende von machen. Das ist ja voll von Menschen, die das Gericht Gottes angekündigt bekommen
Und die dann hoffentlich umkehren. Einige Könige kehrten nicht um, die starben in ihren Sünden, andere kehrten um. Einer der furchtbarsten Könige des Alten Testamentes ist Ahab. Der wird noch Generationen später erwähnt. Sogar wenn nur jemand aus dem Hause Ahabs stammte, waren das Götzendiener. Elia, der zieht über Ahab her. Er hat Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lassen und trotzdem hat Ahab nicht gehorcht. Und dann wird einmal Gericht über ihn ausgesprochen in 1. Könige 21. Und plötzlich bekommt Ahab Angst, kleidet sich in Sacktuch, fastet und er lief still umher, heißt es da. Ein König, der plötzlich nichts mehr sagt, der ganz still umherläuft. Und dann sagt Gott zu Elia, hast du gesehen, wie Ahab sich gedemütigt hat? Seht ihr, und das ist die gute Nachricht. Die können noch so böse sein, eine Umkehr ist immer möglich. Sogar bei Ahab. Und ich glaube nicht, dass Elia das gefallen hat. Elia hätte sich, so wie Jona, eher das Gericht gewünscht über diesen König. Aber Gott erinnert ihn, hast du gesehen, wie er sich gedemütigt hat? Bei Manasse ist das ähnlich, nicht? Über den wird gesagt, er hat so viel Ungerechtigkeit und so viel Furchtbares begangen, bis er Jerusalem mit unschuldigem Blut füllte, von einem Ende bis zum anderen Ende. Und am Schluss seines Lebens demütigt er sich und bekommt Vergebung. Das ist die gute Nachricht bei unserem Gott, nicht? Dass selbst der Verbrecher am Kreuz noch die Möglichkeit hat, umzukehren. Aber die Angst, die ist wichtig, dass die Menschen verstehen, da droht mir etwas und davor kann ich gerettet werden. So, wo haben Menschen heute Angst vor? Ich habe schon gesagt, Klimawandel, ne? So die größte Angst, die Menschen gerade haben. Die glauben, durch eine CO2-Steuer würde das Klima anders werden, nicht? Diesen ganzen Irrsinn, den mag ich gar nicht mehr kommentieren, aber wir können das nutzen. Ist euch das klar? Dass wir den Menschen sagen, du hast Angst, dass das Klima sich verändert. Soll ich mal was sagen? Mein Gott hat das Klima im Griff. Mein Gott hat das Klima immer gemacht. Und es gab immer schon Gericht über die Menschen durch das Klima. Schon bei Josef. Da kündigt Gott einfach an, es wird 7 Jahre Überfluss geben. Und dann wird es 7 Jahre von furchtbarer Hungersnot geben. Wir wissen nicht, warum Gott das beschlossen hat. Keine Ahnung. Warum erst den Überfluss, dann den Mangel, können wir nicht beantworten. Aber es war ein Gottes Ratschluss. Gott macht das, nicht wir. Es ist ja auch im Prinzip eine riesige Anmaßung des Menschen zu behaupten, wenn wir nur genug CO2 einsparen, dann ändert sich das Klima nicht, nicht? Das ist eine Anmaßung. Dann macht der Mensch sich selbst zum Gott und behauptet, wir könnten das machen. Aber nutzt diesen Klimawandel Angst. Übrigens, es werden noch ganz furchtbare Dinge kommen, nicht? Furchtbare Dinge, die gerade mit diesen Dingen, mit dem Klimawandel zusammenhängen, dass Staaten beschließen, Menschen einzusperren. Kanada hat das jetzt beschlossen. Wer den Klimawandel leugnet, der kann künftig ins Gefängnis gehen. Nun, die gute Nachricht für uns ist, wir brauchen ihn nicht zu leugnen, weil in Offenbarung 16 steht, dass ein Klimawandel kommen wird. Die Sonne wird die Menschen verbrennen. Offenbarung 16, Vers 8 und 9, die wird kommen, die Zeit. Aber der Grund dafür ist definitiv nicht das CO2, sondern die Sünde des Menschen. Ich habe mich oft gefragt, warum hat Gott uns diese Corona-Zeit geschickt? Die war irgendwie so sinnlos, findet ihr nicht auch? Diese ganzen Masken, der ganze Zirkus mit den Abständen und Impfungen, was da alles zusammenkam. Warum hat er uns die geschickt? Ich weiß heute warum. Das war eine Schulungszeit. Da haben sich die gezeigt, die gesagt haben, ich mache diesen Irrsinn nicht mit. Natürlich muss ich auch eine Maske tragen, na klar. Ich muss ja auch tun, was der Staat sagt, das sagt Gottes Wort, nicht? Ich muss das tun, was der Staat sagt. Aber es ist schon verrückt, dass sich Christen das Singen verbieten lassen haben. Denn da kommen wir in einen Bereich, ihr habt das am Anfang so schön gezeigt, dass der Lobpreis euch hier so wichtig ist, ja? Da kommen wir in einen Bereich, wo wir sagen müssen, da ist Gottes Ehre wichtiger als der Staat. Da ist Apostelgeschichte 5 der Punkt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir hätten uns niemals das Singen verbieten lassen dürfen. Haben wir bei uns in der Gemeinde auch gemacht, in meiner alten. Wir haben nicht gesungen. Und wenn einige Geschwister dann plötzlich, wenn man nur Klavier gespielt, dann mitgesummt haben, dann wurden die schon wieder zur Ordnung gerufen, nicht? Ich habe noch nie gehört, dass durch das Lob Gottes irgendjemand krank geworden sei. Das bringt es natürlich den Ungläubigen nicht bei. Aber wir sollten das wissen. Wir sollten uns darüber klar sein. Darum war die Corona-Zeit eine Schulungszeit. Wer bekennt Flagge und sagt, ja, ich bin bereit, diesen Maßnahmen mitzumachen. Ich setze mir auch die Maske auf, wenn es sein muss. Aber wenn es gegen meinen Herrn geht, dann sage ich, mache ich nie mit. In meiner alten Gemeinde, da ist auch mein Hausarzt zu Hause, ein gläubiger Mann. Bin sehr dankbar, einen gläubigen Hausarzt zu haben. Der hat in der Corona-Zeit
eine Schwester besucht, die an Corona erkrankt war. Dafür ist er von den örtlichen Ältesten angegriffen worden. Das hätte er nicht tun dürfen. Seht ihr, das ist der Irrsinn, nicht? Die Christen, die haben zu allen Zeiten Pestkranke besucht und haben sie gepflegt und sind teilweise selber erkrankt und gestorben. Aber darum geht es für einen Christen nicht. Es geht darum, ich tue das, was der Herr gesagt hat. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Und es war ein Verbrechen, was wir getan haben. Und diese Zeit, die hat uns auch geschult. Und wer vielleicht nicht so ganz mitgegangen ist, wer vielleicht Angst hatte in der Corona-Zeit, wer vielleicht im Nachhinein es sogar so wertet, ich habe da auch versagt. Habe ich sicherlich auch in einigen Punkten. Der darf jetzt wissen, was jetzt noch kommt. Dafür bist du geschult worden jetzt. Also mach's jetzt besser. Und es wird noch dicker kommen als Corona. Denn wenn wir dem Mainstream folgen, wisst ihr, was dann passiert? Nun, unter Hitler haben sie geschrien, Heil dem Führer. Und als unser Herr Jesus Christus gekreuzigt wurde, da haben sie geschrien, kreuzige ihn. Alle zusammen, das ganze Volk. Und keiner kann sich ausnehmen. Griechisch, Hebräisch, Lateinisch, stand alles über dem Kreuz. Hebräisch, das war die religiöse Führung. Lateinisch, das war die politische Führung. Griechisch, das war die kulturelle und philosophische Führung. Kein Mensch kann sich ausnehmen. Alle haben ihn gekreuzigt. Als Jona zu den Nineviten geschickt wurde, da wurde den Nineviten Angst gemacht. Also Angst ist ein legitimes Mittel. Und was passierte? Sie kehrten um. Ich weiß nicht, ob ich es hier bei euch schon mal so erzählt habe, aber ich bin ja Angler und ich weiß, wie die Magensäfte von verschiedenen Fischen so funktionieren. Wenn man so einen Hecht fängt und der hat gerade so ein Rotauge gefressen und da guckt der Schwanz noch raus und man zieht den so raus, dann ist die Hälfte schon nur noch Grete. Bei Meeresfischen, da ist diese Verdauungssäfte, die sind da nicht ganz so aggressiv. Das geht langsamer. Haie, die brauchen Wochen, bis sie was verdaut haben. Als Jona von diesem Fisch verschluckt wurde, da war er 3 Tage im Bauch dieses Fisches. Das, was der Herr Jesus selber auf sich anwendet und sagt, so wie der im Bauch des Fisches war, so werde ich sterben und auferstehen. Wisst ihr, wie der ausgesehen hat, als er da rauskam? Der muss furchterregend ausgesehen haben. Vielleicht schneeweiß, völlig verätzt. Vielleicht waren die Haut so und so Lappen übereinander. Da gibt es Beispiele für, dass man Menschen aus Fischmägen geholt hat. Da war die ganze Haut so lappig. Auf jeden Fall muss er furchterregend ausgesehen haben, der Jona. Und wisst ihr, wo der jetzt hingeschickt wird? Nach Ninive. Wen beteten die Niniviten an? Dagon. Im 1. Buch Samuel zu finden. Dagon, das war ein Gott, der war halb Fisch, halb Mensch. Das ist Hebräisch. Dag heißt Fisch. Ja, also halb Mensch, halb Fisch, Dagon. Jetzt kommt dieser Mann aus dem Fischbauch, erzählt eine Fischgeschichte, sieht furchterregend aus und sagt, in 40 Tagen ist Ninive umgekehrt. Die Menschen, die müssen Panik gekriegt haben. Gott nutzt die Angst der Menschen, um ihnen zu zeigen, ich stehe über diesen Dingen. Und darum dürfen wir das auch tun. Wenn man noch ein bisschen was über Dagon lesen will, macht's mal zu Hause. 1. Samuel 5, ich finde das so herrlich, wie Dagon da aus seinem Angesicht liegt. Da hatten sie die Bundeslade entführt und da in ihren Götzentempel gestellt. Und am nächsten Morgen liegt er da auf seinem Gesicht, der Dagon, nicht? Und dann steht da dieser wunderbare Vers. Und sie stellten Dagon wieder an seinen Ort. Das ist so herrlich, nicht? Ich liebe den Zynismus in Gottes Wort. Sie stellten ihn wieder an seinen Ort. Herzlichen Glückwunsch. Genauso machen die Menschen das heute auch. Sie haben ihre Götzen und sie stellen sie wieder dahin, wenn sie nicht funktioniert haben, nicht? Hat die Impfung nicht funktioniert, stellen wir sie trotzdem auf den Podest. In Frankreich? Da ist jetzt die Rede davon, dass man beschließen will, Menschen mit hohen Strafen zu belegen, wenn sie die medizinischen Maßnahmen der Regierung kritisieren. Da seht ihr, was eine Diktatur ist und worauf wir hinsteuern, nicht? Und was die Götzen betrifft, seht ihr, das fängt ja schon mit der Evolutionstheorie an, nicht? In Jeremia 2, da heißt es, wehe denen, die zum Holz und zum Stein sagen, mein Vater. Und genau das machen die Menschen. Unsere Vorfahren waren Holz und Stein, nicht eine Ursuppe, wie wir heute sagen, nur Materie. Wehe denen. Also, wir halten fest, Angst darf durchaus ein Mittel sein, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt.
Was ist mit der Angst der Gläubigen? Dieser Punkt ist eigentlich recht schnell abzuhandeln. Wir haben leider auch viele Gläubige, die Angst haben vor den Dingen, vor denen Ungläubige Angst haben. Und davor gibt es keinen Grund. Ich habe es eingangs gesagt. Seid guten Mutes. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Guckt auf den Herrn. Aber es gibt trotzdem viele Ängste bei Ungläubigen. Und das macht mir immer wieder Angst. Nun, Paulus sagt einmal, wir sind wie Schlachtschafe geworden, nicht? Ja, das ist nicht lustig. Wenn du wie Daniel in die Löwengrube geworfen wirst, dann weißt du nicht, verschließt Gott deren Rachen oder ist das jetzt dein letzter Akt, den du hast? Das kann auch sein. Nicht? Es sind nur Menschen gestorben für den Herrn. Bei Daniel, da hat er das Maul des Löwen zugemacht. Das hat Theo Lehmann immer so schön gesagt, nicht? Wenn Gott das Maul des Löwen verschließen kann, dann kann er auch das Maul des brüllenden Löwen Satan, der auf uns andringt, die Kritik, die Hetze, die gegen uns ist, das kann er auch verstopfen, nicht? Und er hat Gott die Ehre gegeben und gesagt, bei der Stasi, da war das ganz oft so, dass Gott das Maul verstopft hat. Aber was schlimmer ist, wenn Christen anfangen, theologische Angst zu kriegen. Wisst ihr, wie viele verzweifelte Christen ich schon getroffen habe? Ich glaube gar nicht, das ist auch eine der häufigsten Anrufe, die ich bekomme. Die häufigsten seelsorgerlichen Anfragen. Matze, ich habe mich bekehrt. Ich habe mich taufen lassen. Ich bekenne den Herrn. Sag mir, kann ich noch verloren gehen? Der Vater hat uns eine Sicherheit gegeben. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 14. Der Vater hat versprochen, dass wir gerettet sind. Der Sohn hat uns erkauft, Offenbarung 5, und der Heilige Geist hat es besiegelt, Epheser 1. Versprochen, erkauft, besiegelt. Welche Christen fangen daran umzurütteln und zu sagen, ja, vielleicht kannst du es doch verlieren. Nun, ich sage euch was, das kommt daher, weil manche Christen Leute beobachten, und das habe ich auch schon erlebt, nicht? Vermeintliche Bekehrungen. Und dann plötzlich wenden die sich zurück in die Welt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der ist bekehrt und Gott wird die Person zurechtbringen. Oder sie ist nicht bekehrt. Dann war der auch nie bekehrt. Aber wenn ihr wirklich glaubt, liebe Geschwister, lasst euch keine Ängste machen, denn das ist das Dümmste, was uns Gläubigen im Moment passieren kann. In einer Zeit voller Ängste, wo man vor dem Nichts flüchtet, dass wir anfangen, uns selber Ängste einreden zu lassen. Denn Gott hat immer alles unter Kontrolle. Guckt mal in die großen Kirchen. Ich habe kürzlich noch eine Aussage gelesen von einer Journalistin. Die lautet, die mag man fast nicht aussprechen, weil sie in meinen Augen schon fast gotteslästerlich ist, aber die wurde groß propagiert, Jesus hätte sich impfen lassen. Nun, diese Menschen kennen die Bibel gar nicht. Die wissen nicht, dass da ein Aussätziger kam. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie so ein Aussätziger aussieht. Man liest das immer so, da kam ein Aussätziger, nicht? Aber was ist denn Aussatz? Lepra. Das heißt im Griechischen Lepra. Steht da im Urtext, Lepra. Da verfaulst du bei lebendigem Leib. Die sahen furchtbar aus, diese Menschen. Teilweise waren die Gliedmaßen schon ab. Und so einer kommt da an. Und den durftest du nicht anrühren, weil er so noch ansteckend war. Wenn du willst, kannst du mich heiligen. Kannst du mich reinigen. Und der Herr, ich will. Und fasst ihn an. Jesus hätte sich impfen lassen? Dann möchte die Menschen verprügeln für solche Aussagen. Richard Wurmbrand. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Das war ein Prediger in Rumänien, als der Kommunismus dort noch herrschte. Und er war sich auch immer darüber klar, Gott hat alles unter Kontrolle. Und das wirkt nicht wirklich so, wenn du im Knast sitzt. 14 Jahre hat er im Knast gesessen für seinen Glauben. 14 Jahre im Knast. Dann wirkt das nicht so, als hätte Gott alles unter Kontrolle, oder? Und dann erzählte er, wie sie ihn damals einer Gehirnwäsche unterzogen haben. Richtige Gehirnwäsche. Der Kommunismus ist gut, der Kommunismus ist gut, der Kommunismus ist gut, von morgens bis abends. Dein Glaube taucht nichts, dein Glaube taucht nichts, dein Glaube taucht nichts. Wisst ihr, wenn man schon so extreme Werbung für ein System machen muss, dann weiß man schon, dass da was faul sein muss, nicht? Es gibt ja auch die Regel, esst und gebraucht nichts, wofür Werbung gemacht wird. Wenn es gut ist, braucht man keine Werbung dafür zu machen. So ist es da auch, nicht? Und es wurde denen eingeprügelt, buchstäblich eingeprügelt. Die wurden gezwungen, sich gegenseitig auszupeitschen, die Gläubigen. Und wenn du deinen Bruder nicht hart genug gepeitscht hast,
dann musste er dich auspeitschen, doppelt so stark. Und wenn er sich geweigert hat, dann wurden beide ausgepeitscht, 10-mal so stark. Das ist eine Aussage von Richard Wurmbrand. Und dieser Mann, der wurde eines Tages von einem Leutnant, der einen Gummiknüppel in der Hand hatte und gerade dabei war, ihn zu verprügeln, wurde aufgefordert, nennen Sie mir einen Grund, warum es nach dem Tod weitergehen soll. Nennen Sie mir einen Grund, warum es einen Gott geben soll und warum es ein ewiges Leben geben soll. Und da bleibt der Wurmbrand ganz ruhig und sagt, Herr Leutnant, hier im Gefängnis sterben viele Menschen. Links sterben welche, rechts sterben welche, überall starben sie. Sie starben jeden Tag. Atheisten, Muslime waren auch da und Christen starben. Und ich sage Ihnen was, Herr Leutnant, ich habe auch viele Atheisten sterben sehen, sagt er, hier im Gefängnis. Und wenn die kurz vor dem Tod sind, dann fangen sie alle an zu schreien. Aber ich habe noch nicht einmal gehört, dass einer von denen nach Marx, nach Engels, nach Stalin und nach Lenin geschrien hätte. Die schreien alle nach Gott. Aber sie bekommen keine Vergebung mehr, weil es zu spät ist, weil ihr Herz zu verhärtet ist. Das ist keine Umkehr mehr, das ist keine Buße mehr, das ist bloß die blanke Panik. Das ist für mich der Beweis, sagt er. Und Christen, die sterben ganz ruhig. Und dann kommt ein Hauptmann zu ihm und droht ihm auch ganz furchtbar, ich werde Sie heute erschießen lassen. Und er sagt, ich weiß, Herr Hauptmann, Sie haben die Macht, damals war kein Gerichtsurteil nötig. Das konnten die einfach sagen, den erschießen wir. Und dann sagt er, haben Sie jetzt keine Angst? Und dann sagt Herr Wurmbrand, geben Sie Ihre Hand her. Und legen Sie auf meinen Brustkorb, weil mein Herz schneller geht. Ich weiß nicht, ob mein Herz ruhig bleiben würde. Aber sein Herz blieb ganz ruhig. 80 Schläge die Minute. Ihn beunruhigte das überhaupt nicht. Er sagte, was kann mir denn passieren, wenn Sie mich erschießen? Dann bin ich bei meinem Herrn. Der Herr hat ihn übrigens durchgetragen, nicht? Und hat wunderbare Dinge durch ihn getan. Lohnt sich vielleicht, seine Biografie mal zu lesen. Also diese Gehirnwäsche, die die Gefangenen auch in Sowjetgefängnissen vielfach erlebt haben, ja, Gehirnwäsche von morgens bis abends, was auch in Nordkorea gemacht wird, woran man ja auch sieht, wie ohnmächtig und wie armselig diese Systeme sind. Wenn man die Menschen erstmal in der Gehirnwäsche unterziehen muss, damit sie es überhaupt annehmen. Die erleben wir heute auch. Corona. Böse für euch. Zeigt euch gegenseitig an. Es ist gut für den Staat. Zeigt eure Nachbarn an. Das ist gut für alle. Das ist Gehirnwäsche. Die Erde brennt. Da werden dann Waldbrände gezeigt, nicht? Ich weiß nicht, was ein Waldbrand mit einer Temperaturerhöhung zu tun hat. Keine Ahnung. Dafür ist ja Feuer nötig, nicht? Aber die Erde brennt. Das ist auch so eine Gehirnwäsche, die uns immer wieder eingeprügelt wird. Gott, der Vater, wird zur Mutter Natur. Und da machen wir einen Götzen draus. Ich möchte mal einen Vers dazu lesen aus dem Propheten Hosea, der mir in dieser Woche unterkam, in meiner stillen Zeit. Im Propheten Hosea wird das sehr schön deutlich. Da heißt es nämlich, dass Hosea 4, da steht nämlich am Ende von Vers 3, dass sowohl die Tiere des Feldes, als auch die Vögel des Himmels, als auch die Fische des Meeres, alle weggerafft werden. Ja? Die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische des Meeres, werden alle weggerafft werden. Das ist die ökologische Katastrophe, vor der wir auch gerade so eine Angst haben, nicht? Dass ein Sterben herrscht. Ja, und interessant ist der Grund. Der Vers beginnt nämlich mit darum. Darum werden die weggerafft. Darum. Und was ist in Vers 2? Sie haben keine Erkenntnis. Sie schwören, sie lügen, sie morden, sie stehlen, sie ehebrechen. Und sie häufen Blutschuld auf sich. Seht ihr, das ist der Grund, wenn das Klima kollabiert. Das ist der Grund, wenn Tiere aussterben. Da sieht der Ungläubige natürlich keinen Zusammenhang, nicht? Aber Gottes Wort sagt es. Die Schöpfung kollabiert, wenn der Mensch ungläubig ist und wenn er sich gegen Gottes Wort stellt. Gehirnwäsche unserer Zeit. Ich könnte jetzt hier noch sehr viel auszählen. Ich will es nicht zu lang werden lassen heute. Wir liefern Waffen. Dann bekommen wir Frieden. Habt ihr schon mal gehört, dass das funktioniert hat? Dass Waffen liefern Frieden? Also ich nicht. Dass Zelensky auch ein Verbrecher ist, zumindest ein korrupter Verbrecher, das sagt auch kein Mensch mehr, nicht? Und da bin ich immer wieder geschockt, wie wir so auf eine Seite gehen. Ich möchte nicht damit in Rede stellen, dass es ein Verbrechen ist, einen Krieg zu beginnen. Überhaupt nicht, ja? Nicht, dass sich jetzt wieder jemand falsch versteht. Aber
Das sind Gehirnwäschen, denen wir unterzogen werden, bis wir nur noch eins glauben, nicht? Die Kinder werden schon dahin gedrängt, dass Scholz Marschflugkörper liefern soll. Habt ihr das gesehen? ZDF-Logo. Da wurde gezeigt, dass den Kindern Marschflugkörper spielerisch mit so einem Mund dargestellt werden. Die muss der Scholz jetzt liefern. Das wird Kindern gezeigt. Da sehen wir Gehirnwäsche, Gehirnwäsche, Gehirnwäsche. Du kannst dir das Geschlecht aussuchen. Es gibt mehr als zwei Geschlechter, Gehirnwäsche. Worte werden verboten, Kinderbücher werden umgeschrieben, Gehirnwäsche, Gehirnwäsche. Letzte Woche sagte eine Grüne in einer Talkshow, wir müssten eine 20-Stunden-Woche einführen, weil Arbeit nicht gut ist für die Menschen. Ja, zum Glück lacht ihr. Aber das ist Gehirnwäsche, nicht? Die sind völlig verrückt geworden. Was glauben die denn, woher das kommt, der Wohlstand? Der kommt von harter Arbeit unserer Vorväter und nicht von der 20-Stunden-Woche der Grünen, nicht? Und dann wird mit der Nazi-Keule aufgeschlagen auf alle, die anderen denken. Und dann ist die Frage, wir Gläubigen, welchem Wahn folgen wir? Folgen wir dem auch? Oder schaffen wir uns davon zu distanzieren und zu sagen, das will ich gar nicht. Sonst enden wir am Schluss wie in China in einem Punktesystem. Ich habe einen Produktmanager, mit dem ich zusammenarbeite in meiner Firma, der nach China fliegt. Der hat gesagt, wieso, so schlecht ist das doch gar nicht. Ein Punktesystem. Ein Sozialpunktesystem. Das wird hier auch kommen. Könnt ihr euch darauf verlassen. Jemand wird das kommen. Der Antichrist wird das einführen. Und wisst ihr, wenn wir all das sehen, was wir jetzt gesehen haben, die Gehirnwäsche, den Wahnsinn, die Verfolgung, dann tröste ich mich immer mit einem Vers von dem Petrus. Johannes 6, da kann man sich gut merken an den vielen Sechsen. Johannes 6, Vers 60, Johannes 6, Vers 66. Die Jünger hörten ihn, die Rede ist hart, wer kann sie hören? Und da gingen viele Jünger nicht mehr mit ihm. Und in Vers 68, da stellt dann der Herr dem Petrus die Frage, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch? Kann ich auch die Täuflinge, die wir heute gesehen haben, nur ermuntern. Überlegt euch das vorher, ob ihr wirklich diesen Glauben haben wollt. Nicht, ob ihr ihn habt. Keine Sorge. Ich bin auch schwach im Glauben. Keine Sorge. Aber die Frage ist, sagt ihr auch wirklich zu dem Herrn, zu wem sollen wir denn gehen? Ist das der Grund für eure Taufe? Dann habt ihr die richtige Einstellung. Wo soll ich denn hin? Was soll ich denn machen? Mit diesem Herrn möchte ich auch begraben und auferstanden sein. Das ist das, was uns Kraft gibt. Und jetzt kommen wir zum dritten, letzten Punkt für heute. Was ist denn die Lösung? Aus diesen Ängsten der Welt, aus der Gehirnwäsche, aus dem Wahnsinn. Nun, wir blicken erstmal auf das, was die Welt anzubieten hat. Wir steuern auf eine globale Regierung hin. Das fing ganz geschickt an in der Corona-Zeit. Ich muss leider wieder immer Corona erwähnen, weil da so ein Schalter umgelegt wurde. Die ganzen Menschen denken plötzlich anders, nicht? Die ganzen Menschen, die sind der festen Überzeugung, dass Corona die Weltordnung verändern wird. Man will das global steuern. Und diese Krankheit, die angebliche Seuche, die nutzt man aus. Guck mal, wir wollen doch nur das Beste für euch. Wir wollen verhindern, dass wir alle krank werden. Also brauchen wir auch die totale Kontrolle. Und das ist das, was dem Antichristen den Weg bereitet. Die totale Kontrolle. Wer kommt denn dafür in Frage? Nun, in der Offenbarung ist einmal von 10 Königen die Rede, die noch kein Königreich empfangen haben. Also keine Regierungschefs. 10 Könige, die aber kein Königreich haben. Keine Regierungschefs. Wer ist denn das? Bitte? Ja, so kann man das nennen. Es ist auf jeden Fall so, dass das Menschen sind mit unglaublich viel Geld, die Einfluss haben. Menschen, die Politiker in der Hand haben. Ja, Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, der hat über die sozialen Medien alle im Griff. Der macht die Meinung, der hat das Geld. Dann haben wir den Jeff Bezos. Wir haben Elon Musk. Und diese Menschen forschen zum Teil daran, dass wir deutlich älter werden können. Aber ich glaube, der gefährlichste Mann, den wir im Moment haben, ist Yuval Noah Harari. Der gefährlichste Mann, der auf diesem Planeten lebt aktuell. Passt gut auf. Ich sage nicht, dass das der Antichrist ist. Das darf man nicht tun. Das hat man, glaube ich, hat man übrigens von Adolf Hitler auch behauptet. Da passt er auch viel. Der hatte einen falschen Propheten, Josef Goebbels. So macht der falsche Prophet auch in der Offenbarung. Aber Harari, da ist schon wirklich erschreckend, wie viele Attribute des Antichristen auf diesen Mann schon mal zutreffen. Ich sag's nochmal, ich glaube nicht, dass er das ist, aber auf jeden Fall ist es eine ganz gewaltige Vorschattung. Satan ist ja so ein, Luther hat mal gesagt, der Affe Gottes, nicht? Er äfft Gott nach. Und wer hat ja Jesus angekündigt? Das war Johannes der Täufer. Ne? Der mit der gleichen Predigt kam, wortwörtlich die gleiche Aussage, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahegekommen. Das predigte Johannes der Täufer und das predigte auch der Herr. Also diese Vorschattungen sind nicht ungewöhnlich. Ja, es muss also nicht der Antichrist sein. Aber zunächst mal ist er Jude. Und er kennt die jüdischen Regeln sehr gut. Er ist darin aufgewachsen, hat alle jüdischen Riten durchlaufen.
Und Jude muss der Antichrist sein, sonst würden die Juden ihn niemals im Tempel sitzen lassen. Dann sagt er komischerweise was, was gar nicht dazu passt. Er sagt, alles ist erlaubt. Alles ist dem Menschen erlaubt, ist eine Aussage von Yuval Noah Harari. Sein Zukunftsprojekt, wisst ihr, wie das lautet? Unsterblichkeit. Kein Witz. Hättest du das vor 20 Jahren jemandem erzählt, der hätte dir einen Vogel gezeigt. Der geht heute in die Öffentlichkeit und sagt, der Tod ist nur ein technisches Problem, was wir medizinisch lösen müssen. Er sagt nicht, das einzige ewige Leben, was wir bekommen können, ist Jesus Christus. Er sagt, wir müssen uns die Unsterblichkeit schaffen. Das ist eine ernste Aussage von diesem Mann. Dann sagt er noch was Interessantes. Und wir wissen, der Antichrist wird in vielen Dingen dem Herrn Jesus ähneln. Er wird ihn nachäffen. Er ist der Pseudo-Christus. Nicht nur der anstelle von, sondern auch der Nachäffer. Wisst ihr, was Harari auch sagt? Er sagt, Geld sei nicht materiell, sondern spirituell. Verinnerlicht mal diesen Satz. Geld ist nicht materiell, Geld ist spirituell. Was sagt der Herr Jesus? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Damit macht der Herr den Mammon auch spirituell. Er macht ihn zu einer Person. Ihr dient dem Mammon. Versteht ihr das? Harari hat recht. Das ist nicht nur einfach nur so eine Münze auf der Hand, zu dem das ja sowieso abgeschafft werden wird, nicht? Sondern das ist was Spirituelles, was der Teufel nutzt. Und davor warnt der Herr Jesus. Und dann bezeichnet er das größte Verbrechen an der Menschheit, das sei nicht der Judenmord in Deutschland gewesen im Dritten Reich, sondern das sei die Tierhaltung heute. Da sehen wir, wie der Teufel die Dinge auf den Kopf stellt, nicht? Der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und nicht ohne Grund heißt sein größter Erfolg sein Buch Homo Deus. Der Mensch ist Gott. Ganz nebenbei bemerkt, ist der Harari verheiratet mit einem Mann. In Daniel 11 steht vom Antichristen, er wird auf den, Daniel 11, Vers 37, wer mitlesen möchte, und auf den Gott seiner Väter, Jude, wird er nicht achten und weder auf die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Frauen interessieren ihn nicht. Also es sind schon erschreckend viele Dinge, die auf diesen Mann zutreffen. Und er stellt viele Sachverhalte, das sagen übrigens auch ungläubige Kritiker seiner Bücher, viele Sachverhalte stellt er auf den Kopf. Er hat in seinen Büchern die Sachverhalte so geschickt verschachtelt erklärt, dass man sie glaubt, weil sie so toll klingen. Aber Kritiker sagen, in Wahrheit stellt er sie auf den Kopf. Der Diabolos. Und eine Aussage von ihm, die möchte ich euch noch mitgeben. Er hat gesagt, wenn 1000 Leute einen Monat lang eine erfundene Geschichte glauben, dann nennt man das Fake News. Wenn 1 Milliarde Leute 2000 Jahre lang daran glauben, nennt man das Religion. Das sieht man, wie er diese Dinge aushebeln will. Ist er jetzt deswegen gegen Religion, gegen den Glauben? Nee, keineswegs. Er hält sie für gut und nützlich. Und er wird es vermischen zu einer Einheitsreligion. Ich sag's nochmal. Das muss nicht der Antichrist sein, aber das ist meine Angst, die ich habe, die ich eingangs geschildert habe. Meine größte Angst ist, dass wir über die Dinge hinwegsehen. Wir sollen ja, geht jetzt bitte nicht in den Alltag und trompetet rum. Meister Koch hat gesagt, Yuval Noah Harari ist der Antichrist, ja? Aber behaltet die Dinge im Auge. Wir müssen nur beobachten, wir Gläubigen. Wir müssen nur beobachten. Ich habe euch einiges mit an die Hand gegeben. Lasst uns das weiter im Auge behalten. Das ist unsere Aufgabe. Dass wir das nicht verpassen und nicht wie die Pharisäer am Schluss nicht merken, der Messias stand vor ihnen und wir merken am Schluss nicht, der Antichrist ist da und folgen ihm am Schluss noch, wie es vielen Christen zu Corona-Zeiten passiert ist, nicht? Und das ist nicht gut. Und der Herr sagt zu seinen Jüngern, glückselig eure Augen, dass sie sehen, was sie gesehen haben. Viele wollten es sehen, aber ihr habt es gesehen. Simeon, der den kleinen Jesus auf die Arme nimmt, der sagt, jetzt ist das erfüllt. Du hast mir zugesagt, ich werde dein Heil sehen. Hat er dieses Baby da auf dem Arm und sagt, jetzt entlässt du deinen Knecht in Frieden. Den Jüngern, sagt der Herr, viele hätten das sehen wollen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und seht ihr, das dürfen wir auf uns übertragen. Wir sehen heute Dinge, das wollten jahrhundertelang fromme und tiefgläubige Männer sehen und haben es nicht gesehen. Und wir sehen, wie sich das erfüllt da draußen. Also fürchtet euch? Nein. Freut euch. Sagt der Herr selber,
Denn wenn das passiert, erhebt eure Angesichter, denn ihr seht, dass sich das erfüllt, was mein Wort sagt. Und darum dürfen wir nicht nur hier sitzen und auf das Gericht warten, sondern wir dürfen die Zeit auskaufen und den Menschen sagen, kehrt um. Es gibt eine Möglichkeit, aus dem Irrsinn rauszukommen. Jesus Christus hat bezahlt. Du musst das nur für dich annehmen. Du musst ihm nur deine Sünden bekennen. Dann bist du vor all diesem Irrsinn verschont. Und dann bleibt dein Puls, wie bei Richard Wurmbrand, bei 80, wenn dir jemand sagt, ich erschieße dich heute. Ich glaube, mein Puls wäre höher. Das Wort Angst in der Bibel finden wir 140 Mal. Es wird immer wieder behauptet, das Wort fürchtet euch nicht, würde 365 Mal in der Bibel stehen. Aber ich kann euch ganz klar sagen, das stimmt nicht. Es steht etwa 100 Mal da. Aber reicht uns das? 100 Mal fürchtet euch nicht? Paulus sagt in 2. Korinther 12, da zählt er ganz viele Dinge auf. Viele Dinge zählt er auf, die er durchlebt hat. Wie er verfolgt wurde, wie er geschlagen wurde, wie er in Bedrängnis war. Und da sagt er, in Ängsten. Ja, er war auch in Ängsten, er hatte Angst. Aber interessant ist, dass er dort sagt, das möchte ich mal abschließend noch kurz aufschlagen, 2. Korinther 12. Da steht nämlich, dass er Wohlgefallen daran hatte. Seht ihr, und das ist das, was wir mitnehmen wollen. 2. Korinther 12, Vers 10. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, Phobos im Griechischen, die Phobie. Da hat er Wohlgefallen dran, weil er es für Christus tut. Vielen Dank an eure Technik, die ist immer recht schnell, das freut mich sehr. Das ist toll, nicht? Dass wir sehen dürfen, dass wir sogar uns über Ängste freuen dürfen. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus, wenn jemand hier Angst hat? Was kann uns der Mensch denn? Was kann er denn mit uns tun? Alles, was uns passieren kann, ist, dass wir beim Herrn sind. Und wenn die Menschen jetzt in dieser Woche zu euch kommen und euch fragen, habt ihr auch Angst? Habt ihr die Nachrichten schon gelesen? Der Krieg geht weiter, die Inflation steigt, wird noch viel schlimmer kommen, dies und jenes und der Klimawandel und bla bla bla. Dann sagt ihnen, ja, ich habe auch Angst. Ich bin nur ein Mensch. Aber wo ich am meisten Angst vor habe, dass Gott, das ist das gleiche Wort, was benutzt wird, Phobos, Gottesfurcht. Fürchtet den, sagt der Herr, fürchtet diesen allmächtigen Gott. Denn das ist derjenige, der euch die Angst in alle Ewigkeit nehmen kann. Er ist derjenige, der die Angst aus eurem Leben vertreiben will, indem er sagt, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich lese euch abschließend einen Liedvers vor. In der Angst der Welt will ich nicht klagen, will hier keine Ehrenkrone tragen, wo mein Herr die Dornenkrone trug. Will hier nicht auf Rosenpfaden wallen, wo man ihn, den Heiligsten von allen, an den Stamm des Sünderkreuzes schlug. Amen.